Wo hat der die versteckt? Ah, hi Kinder! Wie cool, dass ihr schon dabei seid. Ich habe euch gar nicht gesehen. Ja, fit für Abenteuer. Mein Name ist Norbert. Ich freue mich voll, dass ihr dabei seid. Ich habe gerade überlegt, wo hat der Osterhase die Eier versteckt? Aber ich habe gemerkt, es ist ja noch gar nicht Ostern. Vielleicht hat der Osterhase auch verpennt. In jedem Fall habe ich mir überlegt, falls der Osterhase mal ausfällt und nicht die ganzen bunten Eier verteilen kann, dann müssen wir ja einspringen. Und ich glaube, wir sind genau die Richtigen dafür, oder? Du und ich und wir alle, wir machen uns heute fit für den Osterhasen. Wir gehen ins Osterhasen-Trainingscamp. Okay, seid ihr dabei? Weil der Osterhase, der muss ganz schön fit sein. Der muss ganz schön viele Eier färben. Der muss ganz schön viele Eier verteilen. Und was auch immer er für euch hat. Und deswegen muss der fit sein. Genauso sind wir natürlich auch fit. Denn wir sind mal mindestens so fit wie der Osterhase. Jedenfalls nach unserem Workout jetzt. Ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr. Ihr braucht einfach nur ein bisschen Platz um euch rum. Bequeme Klamotten, wie ich zum Beispiel mit meinen Socken hier. Macht das so, wie ihr euch wohlfühlt. Hauptsache, ihr seid jetzt mit am Start. Und wir machen uns fit für Ostern. Osterhasen-Trainingscamp. Atschacke! Wir gehen erstmal auf der Stelle. Und checken mal die Lage als neue Osterhasenanwärter. Und schauen uns ein bisschen rum. Und bevor wir jetzt gleich loslegen mit dem Eierfärben, malen wir erstmal mit den Armen ein großes Ei in die Luft und atmen tief in den Bauch ein, okay? Tief ein und aus. Und ein und aus. Super, Matthias. Und ein und aus. Und ein. Und aus. Sehr schön. Ein. Und aus. Okay, Freunde. Jetzt gehen wir weiter auf der Stelle. Und bevor wir überhaupt irgendwas verteilen können, müssen wir die Eier natürlich erstmal bunt machen. Dazu nehmen wir unsere Pinsel aus den Eimern und pinseln die Eier, die vor uns liegen, so an. Schaut mal mit den Armen rauf und runter. Von links nach rechts. Genau so. Streckt die Arme ganz lang und bewegt sie von oben nach unten. Genau. Wir haben ganz bunte Farben an den Pinseln. Holen nochmal Farbe und pinseln. Von links nach rechts. Von links nach rechts. Genau. Pinsel, 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 Pinsel. Super macht ihr das. Cool. Aber wisst ihr was? Wenn die immer nur von oben nach unten gemalt werden, sehen die nicht cool aus. Deswegen nehmen wir jetzt nochmal Farbe und malen von links nach rechts so unten. Gerade mit den Armen, links und rechts und gehen langsam nach oben mit den Armen, ganz hoch und wieder zurück. Cool, das gibt ein sehr schönes Muster, ganz bunt und nochmal eine Farbe nehmen und schneller. Wechselt von links nach rechts mit dem Pinsel. Yes, ihr macht es gut. Ich glaube, ihr seid sehr gute Eierfärber. Okay. Auf der Stelle gehen und alles, was Hasen auf jeden Fall können müssen, ist hüpfen. Und das können wir auch. Passt auf, wir machen es ganz langsam. Wir gehen erstmal drei Schritte nach links und dann hüpfen wir. Wir gehen wieder zwei, drei und hüpfen wie so ein Hase. Die schön die Pfoten nach vorne. Hüpf. Eins, zwei, drei und hüpf. Genauso zur Seite wieder. Wir müssen auch mal den richtigen Punkt abwarten, wann wir hüpfen können. Jetzt. Hüpf. Eins, zwei, drei und dann hüpfen. Eins, zwei, drei und hüpfen. Eins, zwei. Wir machen das noch zweimal langsam und dann wird's schneller. Achtung. Jetzt wird's schneller. Achtung. Eins, zwei, drei. Hüpf. Eins, zwei, drei. Hüpf. Eins, zwei, drei. Hüpf. Genau so. Hüpf. 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 Machen wir noch viermal mehr. Vier. Drei. Zwei. Super cool. Okay, wir gehen. Und wisst ihr was? So zwischendurch machen die Hasen manchmal zum Warmhalten den Hampelmann. Und den machen wir auch. Genau, den kennt ihr noch. Schillen die Arme und Beine auseinander. Hüpfen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir gehen. Sehr schön. Okay, Freunde. Jetzt gehen wir mal in diese Position.
Und der Hase, der muss natürlich auch mit den Beinen richtig gut hüpfen können und sich schnell fortbewegen. Deswegen gehen wir mal in die Streckung und hüpfen mit den Beinen nach vorne. Zurück. Und vor. Zurück. Wir trainieren also unsere Hasenhinterläufe für den Fall, dass wir ganz schnell wegkoppeln müssen, okay? Das macht ihr sehr gut. Die Arme bleiben vorne, die Hasenbeine hüpfen. Cool! Sehr schön! Machen wir noch viermal. Wir bleiben in dem Tempo, weil das ist anstrengend genug. Genau so. Noch zweimal mehr. Hüpft noch zweimal. Und das letzte Mal. Und die Beine wieder zusammen. Und wir stehen auf. Und die Hasen, die müssen sich natürlich auch die Eier, wenn die so eine ganz große Menge haben, müssen sie sich gegenseitig die Eier anliefern, okay? Und das machen wir jetzt auch. Stellt euch vor, hinter euch ist ein Hase. Und dann nehmen wir ein Ei und drehen uns und geben dem Hasen das und drehen uns wieder zurück. Wieder ein Ei, drehen und abgeben, okay? Machen wir nochmal. Tief und drehen, 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 tief. Achtmal mehr. Tief, drehen, tief, drehen, tief, drehen. Sehr schön. Ihr macht das gut. Drehen, tief, drehen, tief, drehen und wir gehen. Freunde, ich sehe gute Chancen auf uns zukommen, dass wir die neuen Osterhasen werden. Ganz wichtig auch, nicht nur hüpfen, nicht nur Eier färben, sondern ein Osterhase darf auch nicht gesehen werden. Deshalb lernen wir jetzt, uns zu verstecken. Setzt euch mal hin und dann gehen wir, machen wir so ein ganz kleines Bäckchen, die Beine, die Füße unter den Popo und dann machen wir uns ganz klein. Okay, Kopf an die Knie und dann strecken wir uns ganz lang. Streckt mal eure Hände über den Kopf. Strecken. Ganz lang machen und bleibt so. Und dann gucken wir mal vorsichtig, ob da jemand ist und gehen wieder zurück, weil da sind Leute. Wir dürfen nicht gesehen werden, Freunde. Versteckt euch wieder unter dem Gras, hinter dem Gras. Macht euch ganz klein. Und wieder hoch. Die Luft ist rein. Wir können wieder aufstehen. Und damit habt ihr das Workout und das Osterhasen-Trainingscamp geschafft. Freunde, wer, wenn nicht wir, werden die neuen Osterhasen, oder? Das war richtig cool. Ich freue mich, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank dafür und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Norbert.